Wir bereiten uns in dieser Fraktionssitzung auf die nächste Sitzungswoche vor, die bekannte Schwerpunkte hat und neue Schwerpunkte hinzugekommen sind. Da ist einmal der Bundeshaushalt, der jetzt in erster Lesung diskutiert wird im Deutschen Bundestag. Wir sind sehr zufrieden, dass wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben, keine Neuverschuldung, dass wir auch für Investitionen Geld vorgesehen haben. Und wir erwarten, dass wir bis zum Ende des Jahres wieder Haushaltsüberschüsse haben und wir erwarten auch zusätzliche Steuereinnahmen. Und in diesem Zusammenhang wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion dem Bundesfinanzminister auch klar und deutlich sagen, dass nicht er allein über Haushaltsüberschüsse und über zusätzliche Steuermittel entscheiden kann. Das war das letzte Mal der Fall, wo wir kurzfristig informiert worden sind, was er dafür vorsieht. Das machen wir nicht mehr mit. Wir verlangen, dass wir in zusätzliche Möglichkeiten einbezogen werden. Zweitens, wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wenn es zusätzliche Spielräume gibt, wir auch mehr machen für Verteidigung und Entwicklungshilfe. Und das ist bisher nicht vorgesehen und nicht abgebildet im Haushalt. Und wir verlangen, dass für die Bundeswehr einfach eine bessere Ausrüstung vorgesehen wird. Auch darüber werden wir mit dem Bundesfinanzminister zu sprechen haben. Wir sind einigermaßen überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass, obwohl die Koalitionsvereinbarung noch in vielen Bereichen gar nicht umgesetzt wird, wir noch eine ganze Reihe von schwierigen Gesetzespaketen vor uns haben, die SPD immer neue Dinge aufmacht. Da wollte der Bundesfinanzminister die Rente weit über das Jahr 2025 hinaus diskutieren und festlegen, obwohl wir eine Rentenkommission haben. Wir sind gerade kurz vor einem Wohnungsgipfel der Bundesregierung und haben dafür ein Paket vorbereitet. Dann lesen wir, dass die SPD weit darüber hinaus will. Und jetzt hören wir von neuen Überlegungen des Arbeits- und Sozialministers, Beamte in die Sozialversicherung einzubeziehen. Das alles macht die Arbeit in der Großen Koalition nicht einfacher. Und ich kann nur sagen, es gilt ein Grundsatz. Alles das, was ohne uns vorher gesagt worden ist, in die Öffentlichkeit hinauskommt, hat auch keine Chance, umgesetzt zu werden. Wir lassen uns nicht über die Öffentlichkeit sagen, was da noch an weiteren Dingen geplant ist. Zweitens, wir haben eine Diskussion über den Präsidenten des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen. Dabei bleibt es, was ich gesagt habe. Herr Maaßen wird in sowohl dem Kontrollgremium als auch im Innenausschuss sich erklären. Wir erwarten eine Erklärung, wie er zu seiner Einschätzung kommt. Und danach werden wir das beurteilen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich schon darum bitten, dass wir mit den Dingen, die uns allen Probleme bereiten, auch richtig umgehen. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, wenn in Chemnitz ein jüdisches Lokal angegriffen wird. Antisemitismus in unserem Land geht nicht. Ganz egal von wem. Und es ist natürlich zu verstehen, dass es Menschen aufwühlt, wenn ein Tötungsdelikt stattfindet. Das war in Freiburg, in Kandel so, das ist in Chemnitz so. Aber es geht natürlich nicht, dass da Menschen nachgestellt wird. Da muss der Staat dieses verhindern. Aber zur gleichen Zeit will ich auch mal sagen, es geht auch nicht, dass ein ganzes Land,
und eine ganze Stadt verunglimpft wird, wenn wir wissen, dass viele, auch wie gestern in Sachsen-Anhalt, aus ganz Deutschland anreisen, um dort ihre rechtsradikalen Positionen zu vertreten. Deswegen habe ich schon die herzliche Bitte, dass wir die vielen, vielen, die große Mehrheit der Menschen in Sachsen nicht in einen Topf mit Rechten werfen.